Der Titel klingt ja mal klasse. Cosmotank, also ein Panzer im Weltall. Das muss ja nur gut sein. Hier bei uns in Europa ist das Spiel leider nie erschienen und daher nicht so sehr bekannt. Haben wir was verpasst? Was taugt Cosmotank für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Asuka Technologies entwickelt und von Atlus 1990 in Japan und Amerika veröffentlicht. In Europa erschien das Spiel leider nie. Eine böse Alienrasse hat Menschen von eurem Planeten entführt und das könnt ihr natürlich nicht zulassen. Also schwingt euch in euren Cosmotank und geht auf die Jagd, um den Gefangenen zurückzuholen. Auf dem ersten Blick sieht das Spiel relativ simpel aus. Aus der Draufsicht steuert ihr euren Panzer durch verschiedene Umgebungen und schießt auf alles, was sich bewegt. Dazu könnt ihr euch in 8 verschiedene Richtungen bewegen und eure Kanone schießt immer in die Blickrichtung. Anders wäre es mit der begrenzten Knopfanzahl des Gameboys ja auch nicht möglich gewesen. Ist mal zu viel auf dem Bildschirm los, könnt ihr noch eine Bombe zünden, indem ihr alle Fiesdinge auf einem Schlag erledigt. Die habt ihr aber natürlich nur in einer begrenzten Anzahl zur Verfügung. Eure Laserkanone könnt ihr aber durch das Einsammeln von Erfahrungspunkten immerhin verbessern. Unterwegs findet ihr auch immer wieder Wartungsstationen für euren Panzer, die euch verschiedene Tipps geben oder eure Schilde wieder auffüllen. Apropos Schilde, euer Panzer hält zum Glück einiges aus und so kippt ihr nicht beim ersten Treffer gleich aus den Latschen. Wenn ihr in eine Höhle hineinfahrt, dann wandelt sich das Spiel jedoch enorm und wird plötzlich zu einem 3D-Spiel. Hier bewegt ihr euch stückchenweise von Feld zu Feld. Kommt es zu einem Kampf, müsst ihr dann mit dem Fadenkreuz auf den Gegner zielen. Bei den Worten 3D und Fadenkreuz hat man natürlich beim Gameboy erstmal schlimme Befürchtungen. Das Ganze ist aber tadellos umgesetzt und steuert sich echt gut und flüssig. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Zwischen den einzelnen Planeten, die ihr bereisen könnt, wechselt das Spiel dann wieder vom Spielprinzip her und ihr habt plötzlich ein solides Shoot'em-up. Abwechslung wird bei Cosmotank also groß geschrieben und alle Elemente spielen sich sehr gut. Im zweiten Spielmodi gibt es noch einen Trainingsmodus. Hier könnt ihr in verschiedenen Leveln die Steuerung noch einmal perfektionieren und gegen Horden von Gegnern kämpfen. Leider könnt ihr hier nur die Draufsichtsabschnitte üben und nicht die 3D-Abschnitte. Darüber hinaus gibt es sogar einen Multiplayer-Modus. Diesen konnte ich aber wie immer leider nicht testen. Alles zusammengenommen bietet euch das Spiel ein sehr schönes Gesamtpaket mit unterschiedlichen Spielweisen. Später wiederholt sich der Gameplay-Loop natürlich, aber das ist verschmerzbar. Ich bin überrascht, wie gut das Spiel für einen so frühen Titel aussieht. Vor allem die 3D-Abschnitte sind sehr solide gestaltet und laufen flüssig. Das wird natürlich daran liegen, dass man sich nur schrittweise bewegt, aber ist allgemein gut gelöst. Der Sound passt ebenso. Es ist jetzt nichts Besonderes wie das Moon-Theme aus DuckTales, aber es macht seinen Job recht gut. Was taugt Cosmotank für den Gameboy? Uns in Europa ist hier echt etwas entgangen. Das Spiel bietet einen schönen Mix aus verschiedenen Gameplay-Elementen und alle Variationen meistert es gut. Action-Fans können hier gerne mal reinschauen, wobei das Modul leider nicht unbedingt das günstigste ist. Das war der Test zu Cosmotank für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.